Herzlich willkommen zu World of Warcraft oder zu WoW Classic genauer gesagt. Ich freue mich gerade wahnsinnig drauf, WoW Classic zu spielen. Aber an dieser Stelle will ich euch gar nicht groß mit der ganzen Backstory und allen anderen Hintergründen hier kommen. Dafür haben wir im Spiel wahrlich genug Zeit. Nur so viel wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf und werde euch am Anfang eben nur mal erzählen, was ich spiele, wo ich spiele. Dann starten wir einfach ins Game. Und wie gesagt, dann gibt es wirklich genug Zeit zum Reden. Weil das hat man in WoW. Wir machen uns einen neuen Charakter. Ich habe schon einen Server ausgesucht, einen Roleplay-Server. Ich bin jetzt nicht der ganz große Roleplayer in World of Warcraft, aber ich habe mit der Community große oder gute Erfahrungen gemacht. Ich fand immer einfach super nette, super angenehme Leute auf den Roleplay-Servern und da habe ich richtig Lust drauf und kann mich da schon auch an die Regeln halten. Ich werde nicht der ganz große Roleplayer sein, aber das ist auch durchaus der Atmosphäre zuträglich. Es gibt keinen deutschen RP-Server, also spiele ich auf einem englischen, auf einem europäischen englischen Server. Und es gibt noch die Wahl zwischen RP und RP-PvP. Habe ich irgendwie so keine richtige Meinung zu. Ich habe früher, als ich Vanilla gespielt habe, selber auf einem PvP-Server gespielt und es war eigentlich okay. Aber eigentlich interessiert mich vor allem der PvE-Teil. Instanzen, Raids später vor allem. Einfach die Welt erkunden, Questen. PvP finde ich jetzt per se nicht schlimm, aber mir wird es auch nicht fehlen, das Open-World-PvP. Das ist nicht so das, wo ich unbedingt drauf aus bin. Von daher denke ich, ist das für mich der richtige Server. Eben schon ist angesprochen, ich habe vor, also ich werde eine ganze Weile jetzt WoW Classic spielen. Ich freue mich richtig drauf. Und ich habe auch den Anspruch, den hatte ich früher schon, ich war in der Raid-Gilde bis Wrath of the Lich King und habe auch jetzt den Anspruch, dass ich wieder raiden werde. Wirklich, dass ich einen Charakter habe, dass ich mir sehr viel Gedanken darüber mache, was ich spiele, wie ich den spiele und dass ich den später auch in einer Raid-Umgebung wirklich auf einem hohen Niveau spielen möchte. Das ist so mein Ziel. Mal kurz ein bisschen den Monitor dunkler, er strahlt mich hier ganz schön an. Aber es ist natürlich auch gerade Dune Morrock hier. Da ist es hell mit dem Schnee. Was werde ich spielen? Ich habe mir auch dazu im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Ich kann mal sagen, oder im Spiel werde ich ein bisschen erklären, was ich noch überlegt hatte und was ich nicht. Ich habe viele Klassen und Rassen überlegt, die ich ganz gerne gespielt hätte. Aber ich habe mich jetzt entschieden für einen Warlock. Da habe ich richtig Bock drauf. Auch das kann ich im Spiel noch ein bisschen erklären. Es gibt so viel zu reden in World of Warcraft. Man hat auch so viel Zeit. Das sieht ein bisschen fies aus. Und beim Warlock hatte ich mir Mensch oder Gnom. Ich werde einen weiblichen Warlock spielen. Und ich glaube, ich nehme... glaube ich, den Gnom. Da habe ich immer noch ein bisschen hin und her belegt. Was ist der Vorteil von einem Gnom? Increased Intelligence und eigentlich in Classic Vanilla müsste Intelligence noch den Spell Crit erhöhen. Die Spell Crit Wahrscheinlichkeit, die Chance. Nur geringfügig, weil so viel ist es nicht. Aber, ne, ist ein bisschen was. Engineering, Arcane Damage, Resistance. Und das ist für PvP ganz gut. Escape Artist. Ich spiele auf Englisch, weil ich früher auf Englisch gespielt habe, weil ich viel über WoW auf Englisch lese. Ich bin jetzt nicht so, dass ich Deutsch nicht mag. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, aber es ist irgendwie einfacher, wenn du viel englische Videos schaust, Englisch selber liest, dann hast du es auch einfach, hast du nicht diese Grenze plötzlich zwischen dem, was du sonst so liest und dich informierst und dann den deutschen Namen, auch bei Abilities und so. Und deswegen spiele ich, fange jetzt auf Englisch an, wenn es irgendwie ganz großer Bedarf ist, ihr alle auf Deutsch wollt. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt sage, ich kann nicht anders. Aber ich fange erstmal so an. Passt ja auch, da ich auf dem englischen Server jetzt spiele. Also das ist der Vorteil. Hauptsächlich für den Warlock. Hängt auch ein bisschen von der Skillung nachher ab. Bringt der Spell Crit schon was. Dann haben wir bei Menschen. Stealth Detection Increase ist ganz nett. Auch das eher in einem PvP-Setting. Increased Spirit ist für den Warlock belanglos. Das ist natürlich super, wenn man einen Priester spielt. Eine Klasse, die ich auch sehr gerne spiele. Ich auch richtig Bock drauf. Reputation Gains. Darf man nicht unterschätzen, was das ausmacht. Das macht das Leben in World of Warcraft ganz schön viel einfacher. Swords and Maces, also Schwerter und Streitkolben, sind für den Warlock natürlich auch Wumpe. Das ist dann wie ein Krieger oder für einen Schurken gut. Ich nehme den Gnom. Gnom Warlock. Und wir können mal ein bisschen randomisen. Ich will eigentlich die Verfügung mit der Frisur an, dann passt das Gesicht dazu. Ich mag eigentlich die Frisur ganz gern. Die finde ich auch ganz niedlich eigentlich. Mal gucken. Aber ich will pinke Haare. Bin ich relativ sicher, oder? Mein Warlock. Lila. So ein Silberlila. Rot. Blau. Grün. Nee, pink. Schwarz. Braun. Silber. Blond.
Okay, ich glaube Pink. Dann gucken wir mal ganz kurz, welche Haarfarbe, welchen Hairstyle wir zu nehmen. Sieht ein bisschen komisch aus. Das ist eigentlich auch ganz niedlich. Ich glaube, ich nehme das, das hatte ich mal. Das sieht eigentlich auch ganz niedlich aus. Das ist so ein Topf auf, das ist nix. So ein Turm wollen wir auch nicht haben. Das ist ja auch ganz furchtbar. Das ist noch ganz... Nee. Das ist gut hier. Oh, das ist schön, das gefällt mir. So. Dann haben wir noch Skin Color, Face und Earrings. Wir haben mal mit Skin Color an, das passt denn. Eigentlich gar nicht so dunkel. Eigentlich zu einem Warlock so eine Meisterin in diesem Fall. Der Arkanenkünste, ein bisschen der dunklen Arkanenkünste. Vielleicht eher ein bisschen blass. Ne? Sitzt so mehr im Keller. Es ändert sich bei der Skin Color auch ein bisschen. Die Augenbrauen sehe ich gerade zum Beispiel. Da wirkt es dann nur anders. Ein bisschen zu blass. Das ist eigentlich... Ändern sich auch ein bisschen die Augenbrauen. Vielleicht habe ich auch andere Augenbrauen. Da muss er noch das richtige Gesicht aussuchen dazu. Bei Face gibt es wahrscheinlich auch die Augenfarbe, aber die gibt es nicht einzeln. Guck mal. Guckst du ein bisschen böse? Oh, mit dem Kussmund. Ja, die braunen Augen, weiß nicht. Da, ah, böse! Grüne Augen gefallen mir ganz gut. Grüne und blau. Guckt sich auch so ein bisschen kritisch schon. So ein Warlock ist auch nicht nur so ein Happy, ist ganz. Die ist schon ganz nett, aber das ist, wie sieht mit solche zu nett, ne? So zu große blaue Augen, die kleine Stupsnase, das passt nicht zu meinem Warlock. Schon so ein bisschen die Augen, und das gefällt mir. Das glaube ich das. Aha! Das ist auch ein bisschen zu. Das gefällt mir. Und jetzt haben wir noch Ohrringe. Ach, das sieht gut aus. Gefällt mir. Wird ein guter Warlock hier. Vielleicht so ein paar kleine Ohrringe, nicht solche Riesendinge. Oben die Piercings? Nee, zwei auch nicht, nee. Das gefällt mir. Zwei klassische Ohrringe. Da finde ich nicht zu haben. So, was nehmen wir für einen Namen? Lisa. Lisa. Passt. Name noch da? Wir können anfangen. Das ging ja relativ schnell. Man kann sich auch sehr lange mit der Charaktererstellung befassen. Ich habe mir schon ein bisschen im Vorfeld Gedanken gemacht. Von daher geht das. Enter World. 4:3 Loading Screens, Hammer. 4:3, ich kann auch besser über die System-Einstellung sprechen, die ich gleich gemacht habe. Das ist erstmal hier auch vom Systemzustand ziemlich vanilla. Jetzt keine Add-ons und so. Können wir später schauen. Gnomes are held as one of the most peculiar races of the world. With their obsession for developing radical new technologies and constructing marvels of mind-bending engineering. It's a wonder that any gnomes have survived to proliferate. Over the years, the gnomes have contributed ingenious weapons to aid the Grand Alliance in its fierce battles against the Horde. Thriving within the wondrous techno-city of Gnomeregon, the gnomes shared the resources of the forested Dumora Peaks with their dwarven cousins. Yet recently, a barbaric menace rose up from the bowels of the earth and invaded Gnomeregon. Aided by their dwarven allies, the gnomes fought a valiant battle to save their beloved city. Nevertheless, Gnomeregon was irrevocably lost. The surviving gnomes fled to the safety of the dwarven stronghold of Ironforge. There they remain, devising strategies to retake their city. As a gnome of proud standing, it falls to you to answer the challenge and lead your curious people to a brighter future. So sieht's aus. Also im Moment alles Vanilla eingestellt. Ich habe die Grafikoption ziemlich hochgestellt. Können wir mal in verschiedenen Zeitpunkten uns mal ein paar Sachen angucken. Ansonsten keine Add-ons, noch nichts groß umgestellt. Da werden wir einfach mal schauen, was da sinnvoll ist. Habe auch jetzt die Betas nicht gespielt im Vorfeld, sondern freue mich einfach, das so zu spielen. Und ich möchte halt später, wie gesagt, Instanzen mag ich sehr gern und dann auch Raids. Das ist so das, wo ich dann, was mich wirklich reizt. Das ist der eine Teil, aber was mich auch wirklich in Classic in reizt, im Gegensatz hier zum normalen WoW inzwischen, ist auch gerade die Herausforderung und das Abenteuer des Levelns. Das, was später ein bisschen verloren ging, die Welt erkunden, wirklich Spaß an der Welt haben, am Aufleveln. Das ist halt tatsächlich was hier stattfindet. Deswegen werde ich mir auch viel Zeit lassen, so durchaus. Es ist nicht, dass ich ja irgendwie durchrushen möchte bis Level 60 oder so, sondern ich werde hier viel auch mal gemütlich angehen, die Welt anschauen und versuchen, alles mitzunehmen.
So, was ist denn hier ein bisschen? Ein paar Tooltips anscheinend. Könnt ihr euch mal angucken, weil ich habe lange kein WoW gespielt. Ich habe zwischendurch nochmal WoW gespielt. Weiß nicht, wann das ist, vor ein paar Jahren. Aber ich muss sagen, es hat mir nicht so gefallen. Ich habe ein bisschen gemerkt, so ganz ist es nicht meins. Und ich denke aber, dass aus vielen Gründen, die wir auch nochmal besprechen können, Classic mir wesentlich besser gefallen wird als das aktuelle WoW, als der aktuelle Zustand von World of Warcraft, wie es aktuell läuft. So, wir gucken mal kurz an. Was haben wir denn hier in Movement mit WASD? Das Spiel hat natürlich mit Maus- und Tastaturkombination, so und so strafe man, dreht man sich um. Ich weiß nicht, ob ich das früher anders hatte. Mit Umdrehen ist eigentlich ja Quatsch, dass man das nicht nur straven auf A und D. Dann kombiniert ja eh viel mit der rechten Maustaste. Ich lasse es mal kurz so mal schauen. Was haben wir denn noch? Movement. Ja, gut, dass das mehr was kommt. Questgivers mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf, das kennen wir noch. Targeting, Linksklick, Select Target, Right Click, Interact with it. Da stehen wir jetzt hier als kleiner Gnomen-Warlock. Haben nicht viel, haben ein paar Pilze dabei, was zu trinken. In der Tasche, sonst noch unseren Hearthstone. Was haben wir für Spells? T-Talent-Tree. Habe ich gedacht, ich weiß es gar nicht mehr alles. Character-Info C. P, Spellbook and Abilities, Questlog. Vielleicht war es auf Deutsch auch anders, ich weiß es nicht mehr. P, da sehen wir mal. Was haben wir denn überhaupt? Wir gucken mal kurz den Character an. Wir haben ja nicht mal einen Wand, also wir haben nicht mal einen Zauberstab als Hexenmeisterin. Was ist das denn? Wir haben so einen kleinen Dolch. Also das ist ganz schick. Wenigstens Hose, Schuhe, Hemd und eine kleine Robe. Und wir haben einen Shadow Bolt und Demon Skin. An den Skill erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Sachen gibt's. Erhöht die Rüstung bei 40 und 3 HP alle 5 Sekunden. Kann ich überhaupt nicht. Okay, Sachen gibt's. Shadow Bolt natürlich, sehr eher auf der 1 ganz sinnvoll, denn Rechtsklick. Boah, was wird das denn? Was ist denn der Stan Stout an von uns? Ups, mit der Mitteltaste rennen wir mal gleich los. Okay, ich werde jetzt nicht jede Quest immer so im Detail lesen, mit den wichtigeren welche ein bisschen Zeit nehmen, aber ist auch nicht so, dass ich jetzt jedes Pixel aufsaugen muss. Gucken wir mal. Dwarven Outfitters. So. Brauchen wir es, um unsere Hände warm zu halten? Vielleicht ein paar schöne Handschuhe. Das wäre doch was. So, er braucht Wolfsfleisch. Wolfsfleisch. Und dann, na, gucken wir mal. Das ist ein Wolfsfleisch. So, es gibt keinen Quest-Add-on oder irgendwas. Entweder müssen wir halt ein bisschen zuhören, was die Leute uns sagen, wenn sie uns auf eine Quest schicken, auf eine Aufgabe. Oder wir wissen selber, wo es dann geht. Und Wölfe finden ist jetzt mal nicht so schwer. Wie lange hält das? Das hält 30 Minuten. Hier oben sehen wir auch den Buff. Also mehr als genug Zeit. Mit Tab kann ich durchschalten. Das kenne ich noch. Nein, ups. Mob-Tagging. Oh. 50 XP. Das ist ja easy. Broken Fang. Wie ist das mit Sachen aufheben? Da haben wir gleich eine Zwergenjägerin in der Nähe. Die RP-Server sind jetzt nicht so überbevölkert. Ist nicht so wahnsinnig viel los, aber man sieht auch ein paar Leute hier im Startgebiet schon. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Der Cast-Delay, wenn man gehauen wird, darf man überschätzen. Gibt es irgendwelche Auto-Loot-Geschichten? Das ist immer so viel einzustellen. Das Interface-Options. Ich hab hier eben, kann man kurz reinschauen, im System hat euch alles so eingestellt, bis meine Grafikkarte. Grafik-Quality of 10. Also im Battleground-Rate kann man es vielleicht anders machen, falls der PC ja nicht ausreicht. Das sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Es ist natürlich schon sehr an Classic orientiert, aber es gibt auch hier mehr Vegetation und ein paar Sachen, die es früher nicht gab. Und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, es muss genauso scheiße aussehen wie früher. Es darf einfach, es soll aussehen, wie ich es in Erinnerung habe früher. Deswegen, und da passt das ganz gut. So viel Vegetation gab es früher nie. Also das habe ich ein bisschen eingestellt schon und so. Aber es gibt natürlich auch Interface-Options. Zum Beispiel, weil ich gerade Auto-Loot finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Da mal alles anklicken, muss das sein. Man kann jetzt, wenn ich einen Knopf drücke, macht er es nicht. Ich glaube erstmal ganz so. When checked, the loot window will open under the current mouse location. Das ist eigentlich auch mal ganz gut. Dass es nicht mal irgendwo auftaucht, glaube ich. Oder? Ist das gut? Ich weiß es nicht.
werden alles ja feststellen. Jetzt muss man gucken, dass wir nicht gleich hier in so ein paar Trucks reinlaufen. Ist auch ein bisschen ungewohnt, dass die eine Maustaste irgendwie zum Laufen. Da haben wir einen Eber, den will ich nicht. Ich will jetzt erstmal. Da habe ich ja noch einen Shadowbolt gesehen. Warlock-Konkurrenz. Ich kümmere mich jetzt mal um meine Quest. Man kann natürlich einfach zwischendurch auch mal ein paar andere rumhauen, dann will ich auch leveln. Ich habe so lange nicht gespielt, ich habe auch gar kein Gefühl mehr für die Entfernungen. Das ist viel. 30 Yard hat der Shadowbolt. Autoloot ist schon ganz praktisch. 3 von 8 Tough Wolf Meat. Also so zähes Wolfsfleisch. Was ist denn? So zartes Wolfsfleisch will er da nicht erst. Oh, der ist Level 3. Es wird eine Weile dauern, bis ich wieder auch mit den ganzen Feinheiten. Okay, mein Dagger-Skill muss auch noch erhöht werden. Aber eigentlich will ich ja, wenn, dann einen Zauberstab. Ich habe noch gar nichts irgendwie gelernt. Kein Beruf, keine Profession. Das kommt dann auch noch. Bisschen Wasser haben wir, aber so wahnsinnig viel auch nicht. 4 von 8 haben wir. Oh oh. Nein, war schon getaggt. Gesmited zwar. Ein Priester da neben mir. Wo ich jetzt mein Mana verschwendet habe. Nightfall. Sind die eigentlich aggro? Nee, die sind gelb. Ja, recruited eben sehr schön. Das geht auch ganz gut. Steigen auch bald schon Level auf. Ratzfatz geht das hier. Bin jetzt schon begeistert. Ist immerhin nur Level 1. Kann ich ja, es gibt ja noch die 5-Sekunden-Regel, ist das, oder? Das ist 3 Sekunden. Also ich kenne mich schon einigermaßen aus. Ganz so ist es nicht. Eigentlich ganz schön laut, das Game, finde ich. Ich glaube, ich muss das Game ein bisschen leiser machen. Ich komme eigentlich ins Menü und kraut er dann das Wetter her. Das kommt ein bisschen laut vor. Ich stelle es mal eben auf 70%. Oder ich mache den Sound ein bisschen leiser. Wenn er hier drauf haut, so machen wir es mal so. Vielleicht 75% den Sound so. Probieren wir das mal aus. Schon ganz schön noch. Was haben wir denn hier noch so? Questlog. Questlog kenne ich. Looting kenne ich auch. Combat Mode. Also wenn man halt in Combat ist und so weiter und wenn man gecastet hat, wie sich es halt mit der Mana-Generation verhält, das, solche Sachen kenne ich noch. Manchmal kenne ich die genauen Zahlen nicht mehr. Das wird manchmal noch was sein, wo ich mich wieder ein bisschen informieren muss. Aber das war halt früher, ne? Das ist, glaube ich, im aktuellen WoW auch anders. Wie das funktioniert mit Mana-Regeneration während Casten, das ist früher eine wichtige Sache gewesen, gerade in Raids und so als Heiler, dass du das gut managst, dein Mana. Und auch deine Mana-Regeneration eben. Und da sind schon Level aufgestiegen, sehr schön. Hier Demonology, Demon Skin, Destruction, Shadow Bolt. Das ist halt alles. Escape Artist können wir irgendwo mal reintun. Damit wir wissen, dass wir es haben. Sonst auch irgendwas. Shoot. Habe ich ja nichts. Spielt im Anfangsgebiet noch nicht so eine Rolle, als diese ganze Geschichte, die ich gerade angesprochen habe. Aber prinzipiell ist sowas schon wichtig. Deswegen ist eigentlich mal idealerweise. Castet man hat in Bursts, in so Schüben und wenn man eine Weile nicht gecastet hat, hat aber kein volles Mana, ist dann sinnvoller erstmal andere Aktionen zu machen, vielleicht eine Waffe zu nutzen, um eben dann erstmal die Mana-Generation laufen zu lassen. Jetzt haben wir die Quest erfüllt, muss ich mal machen. Gibt es eigentlich einen Run, einen Auto-Run-Button? Das ist jetzt eigentlich was mir jetzt dann doch mal fehlt. Keybindings. Movement Keys. Start Auto-Run. Nehmen wir das doch mal. Also wir jetzt nicht beides. Aber wenn ich mich bewege, machen wir es mal so. Autorun ist schon eine praktische Sache. Da muss ich mal ein bisschen umgucken währenddessen. Man läuft schon weiter. Quest Completion. Mal abgeben. Sieht es oben auf der Minimap.
Da wartet der Stan Stoutarm schon auf mich. You got my attention? Da lacht er. So, es gibt natürlich verschiedene Belohnungen. Wir brauchen Stoff. Kriegen 80 XP und zwei neue Quests von ihm. Ein Memorandum. So haben wir es bekommen von ihm. Sollen wir mal lesen? Kommt vom Warlock-Trainer, Alama. Okay, ein Warlock-Trainer ist natürlich schon wichtig. Sollen wir mit dem mal sprechen? Das machen wir mal. Zweite Quest kriegen wir auch noch. Wir sollen Mail Delivery, also irgendwo Post abgeben. Ein Stapel Briefe haben wir bekommen. Oder hat er bekommen, aber er hat keine Zeit, die wegzubringen. Sollen wir machen? Sollen wir total in Keenei bringen? Das schaffen wir auch. So, wie ist denn, wo ist denn das? Hotkey für die Tasche ist B. So, wir haben jetzt hier das Memorandum vom Warlock-Trainer. Remain silent. Oh, ist ja ganz geheimnisvoll. Don't look around at anyone. Psst, Alama. Also vorbeikommen. Nur auf dem Roleplay-Server ist ein bisschen. Psst, geheimnisvoll. Keiner darf wissen, dass ich Warlock bin. Das ist Geheimnis. So, die Briefe abgeben. Wir haben das Zeug. Wir können die Handschuhe anziehen. Haben wir ein bisschen mehr Rüstung. 6 Rüstung, immerhin. Sonst irgendwas Sinnvolles? Oh, ist dann so ein bisschen. Kann man eigentlich Stimmen aussuchen? Das gab es bei der Charakterstellung jetzt nicht. Weiß gar nicht mehr, ob es verschiedene Stimmen gab. Was hatten wir hier noch? Der Frost Hammer, was möchte er mir? Der hat Ärger mit den Trocks. Sachen gibt's. Sie brauchen ein bisschen Hilfe. Was brauchen wir denn? 6 Rockjaw und 6 Burly Rockjaw Trocks. Dafür kriegen wir tolle Sachen. See you soon. Machen wir natürlich. Ups. Lauf hier ein bisschen in der Gegend rum. So, und wir sollen noch zum Trainer. Sehe ich das denn auf der Map? In Alama. Und wir sind Level 2. Vielleicht kriegen wir schon einen neuen Spell. Bei denen, ob das schon so sinnvoll ist, einen Dot auf die zu hauen. Ich weiß es nicht. Wie ist denn das mit dem Questlog? Complete, complete. No objectives to track. Das hat objectives to track. Complete. Above Cold Ridge Valley. Das müsste jetzt ja hier sein. Da hinten zeigt es auch schon an. Der Felix möchte nicht mit mir sprechen, aus Gründen. Da, man sieht auch schon. Hier so ein Wichtel, ein Imp ist schon da. Und da ist ja der Alama. Greetings. Hi. Geben wir das mal ab. Wonderful. So. Ha. Das heilige Licht. Schwerter und Schilde. Alles Deppen, sozusagen, sagt er. Hier ist natürlich ein Warlock. Und das ist natürlich richtig. Und der wird uns trainieren. Geben wir die Quest ab. Kriegen ein paar Punkte. Gucken, was der hier für unsere Beginnings für. Ich möchte auch mein erstes Pet haben. Ich freue mich sehr. Guck, ich bin der neue Warlock. Das ist auch so. Ich bin der eine, der neue Warlock, über den alle schon so murmeln. Ja? Über mich wird hier schon gesprochen. In der World of Warcraft habe ich auch das Gefühl. Es hat sich ein bisschen über das Ironforge rumgesprochen, dass jetzt Lysa oder Lysa. 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 Ich muss noch ein bisschen überlegen, wie ich den Namen ausspreche jetzt. Früher, wo ich alleine gespielt habe, ohne Video, als ich damals Klasse gespielt habe, musste man ja seinen Namen nicht sagen vor sich selber. So. Und jetzt auf der Party hat man auch nicht gesagt, mein Warlock heißt so und so. Aber jetzt, mal gucken, ich überlege mir nochmal, wie ich das ausspreche. So, aber uns, wir sind auf jeden Fall im Gespräch. Die Leute wissen wahrscheinlich, wie wir heißen. Und jetzt sollen wir 3 Feather Charms zu ihm bringen. Von wo denn? Von den Frostmane-Novizen draußen, okay? Und dann lernen wir, wie wir einen Imp beschwören. Das ist natürlich schön. Kann ich denn hier schon irgendwie sonst was lernen? Ja, aber ich habe kein Geld. Immolate könnte ich lernen. Ist, glaube ich, eher nicht so sinnvoll. 15 Sekunden. You have a great day now. 15 Sekunden, so lange leben die Mobs im Moment eigentlich gar nicht. Könnte Mana effizienter sein. Das sind auch so Sachen, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige. Ja, verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Welcher Spell ist wie Mana effizient und. Das ist ja alles, was mich an World of Warcraft und an Rollenspielen reizt. Und was zu gewissen Graden halt in normalen WoW verloren gegangen ist. Und ich freue mich sehr, dass hat jetzt. Ich muss rauszoomen mal.
ein bisschen mehr, dass ich das jetzt ja machen werde und mich damit beschäftigen werde. So, wir gucken mal kurz ins Questlog. Können wir dann mehrere Sachen auf einmal tracken? Ja, kann man. Also, wir müssen Feather Charms besorgen. Von denen, wir können, es gibt keine Quest-Add-ons und auch im Spiel ist das nicht. Wir müssen nochmal selber aufpassen, wo wir die herbekommen. Frostmenovizen in der Höhle im Südwesten. Okay. Südwesten, sagen wir. Also irgendwo da hinten, da so. Auf dem Weg können wir natürlich immer mal wieder einfach zum Beispiel an Hasen unseren Dolch trainieren. Außerdem können wir natürlich immer mal die Quest erfüllen oder auch ja, ich glaube, Immolech hätte sich noch nicht gelohnt. Noch ein bisschen Gold. Wir können noch ein bisschen die Quest erfüllen, was natürlich auf dem Plan steht. Und einfach mal so Leute verhauen, weil es bringt ja auch XP. Irgendwas habe ich, denke ich, immer noch falsch, weil ich die mittlere Maustaste drücke, um irgendwas zu machen. Das ist aber gar nicht so gut. Also idealerweise verhaue ich jetzt einfach welche mal, bis mein Mana komplett alle ist. Idealerweise schieße ich auch welche, die weiter weg sind, damit sie halt nicht so schnell dann bei mir sind und mich im Nahkampf hauen können, weil das ist nicht meine Stärke als Warlock, ne? 60 Minuten auf den Rüstung noch, ein Schaden. Guck mal auf die Karte, wo eine Höhle im Südwesten sind. Ist die gemeint? Süd? Ist ja ziemlich Süden. Ist nicht wirklich Südwesten. Können wir in die Richtung laufen, dann sehen wir es ja. Ob wir da irgendwie... Wir warten, bis das Mana sich ein bisschen regeneriert. Wir haben ein bisschen Wasser zum Trinken. Aber wenn ich jetzt welche kille, dann idealerweise auch die, die ich für die Quest eh brauche. Hier gibt es noch eine neue Quest. Was ist da denn los? Quellen Whitebeard. Die Frage ist eher, was ich für dich tun kann. So, was haben wir denn jetzt hier? Geht um die Trolle in der Südhöhle. Guckt, da wollen sie auch noch was. Helfe ich dir natürlich ganz gerne. 14 Frostmane Troll Whelps. Also die Frostmanes sind schon auch die, die ich damit kennen soll. Kriegen wir ein Messer, ist jetzt nicht so spannend. Die Belohnung ist ein bisschen scheiße. Aber wenn man Quests mit Killen verbinden kann, ist immer ganz gut zum Leveln. Der will das jetzt in der Höhle im Süden. Dann meint er vielleicht dann doch die. Probieren wir es einfach mal. Da kann man es ein bisschen probieren. Vielleicht die Frostmähnen. Das sind die Frostmähnen. Ich glaube nicht, dass ich das für die Beginnings-Quest bekomme. Aber wir gehen mal rein. Gucken mal. Was da so los ist. Gut besucht, die Höhle. Frostmähnen Level 4? Ist das denn auch so eine hohe Quest schon? Ist gelb. Weil Level 4 ist ein bisschen hart. Na, wo es geht. Level 2. Ja, geht. Ich guck mal ganz kurz, von wem kriege ich das denn? Frostmane Novizen. Hier sind die Welpen. Das ist noch was anderes. Das ist schon in die andere Höhle. Das hat schon Südwesten, das ist anders als Süden. Und hier, wir tracken mal die Quest eben mal noch. Troll Cave. Das sind die Welpen. 14 Stück. Könnte man eigentlich eine Party machen. Gucken wir mal. Level 4. Holy shit. So ein Bulky Man. Ups, falschen Knopf gedrückt. Darf nicht falsch gucken. Eine Lederweste hilft mir nicht so viel vielleicht. Was ist das standardmäßige Say? Au. Ist das schon braun? Ich muss vielleicht mal fragen. Ja, Level 4.
Ach komm, Signing Out, was ist das für ein Roleplay? Ach, jetzt hier für kurz noch, hier. Ja, guck. Geht doch. Irgendwas kommt hier gerade, ne? Ja, guck. Ups. Winken wir doch mal nett. Wo sind meine Teammitglieder? Wandern hier irgendwo rum? Dann gehen wir einfach mal zusammen jetzt hier schön ein paar... Andere Caster, ist das nur für mich? Nur für mich, oder? Protect the Caster. Wo sind denn meine Freunde? Oder meine Weggefährten? Freunde ist vielleicht ein bisschen übertrieben gerade. Die machen dann bestimmt was. Krieg ich denn auch mal was? Jetzt habe ich alle, glaube ich, selber gekillt, oder? In Elven Forest scheint mehr los zu sein. Kein Mana mehr. Level 4. Das pariert er mich noch. Ich glaube, es hackt. Au, au. Das geht kaputt. Guter Typ. Ach, der doch, die helfen mir schon. 9, ja guck, das ist ja super. Ah, ich muss mal, ich bin hier alleine ein bisschen. Mein Mana ist auch gerade nicht mehr so voll. Die respawnen gerade alle. Freunde, ich bring mal ein paar mit. Aber was denn, wenn man den Rücken gehauen wird, ist immer gefährlich, ja? Auch viel zu looten. Nehme ich alles mit. Am Anfang braucht man alles. Oh, den Feather Charm. Brauche ich ja. Ah, das ist ja, die sind ja doch hier. Das ist ja super. Warum Dwarf Priest der Beste ist? Fear Ward, deswegen. Das weiß ja sogar ich. Was heißt sogar ich? Natürlich weiß ich das. So. Ich brauche nur noch einen Charm. Ist ja ganz nett, dass ich die jetzt hier gefunden habe. Sypia möchte auch mitmachen, auch noch auf Deutsch wissen. Warum bin ich schon wieder alleine eigentlich? Und woher weiß er, dass ich Deutsch bin? Ist eigentlich dann Party? Ist das P? Gucken wir mal, ob wir ein paar Channel nachher mal ausmachen. Sicher ist auch ein Warlock. Okay, wir brauchen noch zwei Welpen und ein Charm, den man halt von den Novizen bekommt. Die waren ja anscheinend hier. Ein bisschen hüpfen. Okay, steht jemand hier rum? Sachen gibt's. Ist ja auch ein RP-Story, der freut sich, dass es wie ein Rollenspiel anfühlt. Ja, das ist ein bisschen die Sache. Wahrscheinlich auch, kann man gar nicht hoch. Die Unterschiede im Gameplay tatsächlich. Mal gucken. Das ist aber ganz nett. Ich finde es hier schön. Hat noch jemand gekillt, noch XP bekommen. Da haben wir einen Trollwelpen. Dann target doch. Oh, da ist Novize, der hat bestimmt einen Charme dabei. Was war da noch, ein Immolate? Yes. Ups. Oh, haben wir noch hier noch einen kleinen Boss hier. Den müssen wir noch gar nicht jetzt machen wahrscheinlich. Jetzt mal mit. Hab ich jetzt Akro gezogen. Ein bisschen Mühe geben. Was mit Sipia? Jetzt habe ich auch alleine geschafft, aber das machen wir auch gern zusammen. Emulate am Ende. Nicht sehr mana-effizient, was da los?
player, using items, replying to tells. So. Ach, wie nett. Oder hier geht's, glaube ich, raus. Zwei kleine Warlock-Gnome. So, die Trox muss ich noch mitnehmen. Kann man das nicht irgendwie announcen im Chat oder sowas? Ich dachte, das ginge mal. Hier haben wir schon eine Sache abzugeben. Und wenn ich das gerade angezeigt habe, ich irgendwas gemacht, dass die HP da angezeigt wird. Das habe ich ausgewählt. Ich glaube, das, was am meisten Gold wird, ist. Ach, das war auch mal wieder so ein Gold-Add-on. Was ist davon am meisten wert? Weil das scheiß Messer ist mir doch alles egal. Stimmt, das am meisten wert. Inventar ist voll. What the fuck? Gibt es irgendwo einen Händler hier? XP bekommen. So. Krieg near the cold. Safe travel. Der Krieg war in der Höhle. Haben wir doch noch jetzt hier. Müssen wir den Krieg hier umhauen. Rennt da glaube ich schon in die Richtung, oder? Sieht so aus. Warum ist der hier noch markiert? Das macht nicht ganz. Ich glaube, da geht zurück in die Höhle. Mach mal. Krieg hier, mach mal. Mein Inventar ist halt ein bisschen voll. Ein bisschen Scheiß wegschmeißen. Lederweste. Jetzt mich um ein paar Kupfer kümmern, ist ja eigentlich ein bisschen albern. Aber so ist es halt, ne? Muss ich auch da gucken. Hier, das halt weg. So ein bisschen Platz machen. Kupfer. So, hier vielleicht irgend so ein Scheiß. Nimmt alles auf den Weg mit. Alles XP, richtig so. Dann hat der Scheiß raus. Da ist das Mana wohl alle. Der kriegt den aber da hinten in der Höhle. Haben wir eben schon umgehauen. Hier lang, glaube ich. Wir können jetzt immer Voice-Chat machen. Wenn wir sagen so, hey, hier lang, da kriegt ihr es da hinten. Gerade, dass ich mit der Kamera noch bin. Der Kamera weiß nicht, ob die so sinnvoll ist. Da habe ich eigentlich die nur vorhin hingeschoben, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die da so gut ist. Die zu groß ist. Die da stört. Ich habe noch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Da ist jetzt gerade nichts. Ich lasse das mal hier. Ich habe jetzt einfach ich bin ein bisschen... Manche Gedanken machen ist ja nicht so schlecht. Mache ich manchmal weniger, als ich vielleicht sollte.
Warten die auch auf Kriknir? Können wir die einladen? They can't join our group. Sieht das denn jetzt? Ich glaube, das habe ich schon vorher. Ich glaube, es zählt aber noch. Ja. Hat geklappt. Ich kenne die ganzen Emotes gar nicht mehr. Dann tanzen wir halt mal. I was a massive queue for this guy last night. Haben wir bekommen. Sehr schön. Ja, in den Startgebieten, gerade jetzt zum Release, manchmal ziemlich voll. Die sind gleich wieder weg. Sipia und ich, wir sind Freunde fürs Leben. Kommt sie hier auch? Ich will sie schon da vorne mal helfen. Der ist ja noch grau, der gehört nicht ja zu mir. Fuck off. Verlaufe ich mich gerade? Hier geht's doch gar nicht raus. Da vorne geht's doch raus. Was ist denn mit Sipia los? Wollen wir noch anders hin? Genau, da geht's lang. Oder? Hier und dann rechts raus. Doch, ja. Da geht's doch raus! Ja, sehr gut. Schön gequittet. So, die Quest abgeben. Wie die Zeit verfliegt schon wieder. Wahnsinn. So, ich hoffe, es klappt mit dem Inventar. Ich kann den Umhang mal anziehen. Ja, guck. Dafür ein bisschen mehr Inventarplatz. How are you? Nicht den Stab. Ich kann ja gleich noch eine Folge. Wir kriegen nur Folgequests hier. Oh, nach Karanos. Guck, das schon geht's hier raus. Okay, passt. Das ist schon. See you soon. See you soon. Dann bin ich jetzt auf dem Rückweg. Oh, von wegen Freunde für immer. Sind wenigstens verabschiedet. Keine Freunde für immer. Dann halt nicht. Ich bin. Eine starke, unabhängige Frau. Ich kann auch alleine. Dann halt nicht. Wissen gar nicht, was sie verpassen. Resist? Ich glaube, es hat einen Level 2 Mob resistet noch. Trinken wir doch mal kurz.
finde, von dem Hintergrund, man sieht das immer so schlecht tatsächlich, die Mana-Leiste. So schwarz, sei Möglichkeiten, das zu verändern? Vielleicht. So, 6 von 6. Das brauche ich noch. Aber ein Gürtel. Was ist das für eine? Das sind die Burlies. Die Burlies habe ich genug, ich brauche die anderen. Die nicht Burlies. Rockjaw Trock. Wo gibt's die denn? Das sind alle Burly hier. Ein bisschen auf die Entfernung, dass man es ein bisschen besser lesen könnte. Was haben wir denn da so? Vielleicht bei der Nachbearbeitung. Advanced. Post-Process Anti-Aliasing. Resample brauche ich nicht. MSAA passt. Das lassen wir mal so. 120 FPS. Eigentlich alles ganz gut aus. 16-fach anisotropisches. Anti-Anial. Custom macht er immer. Ich weiß nicht, was das Beste ist, ehrlich gesagt. Na, man kann es ein bisschen besser lesen, habe ich das Gefühl. Trotzdem alles Birdies hier. Die müssen andersrum laufen, die normalen Rockjaw. Die will ich jetzt schon auf dem Weg. Aber ich mache keine Verhauen. Dann muss ich die Quest gleich mal lesen. Da hinten mal auch noch mal welche. Wir gucken mal da noch mal. Was wir da so finden. Wer findet denn hier schon Taschen? Das, wenn man wirklich Taschen schon findet, das ist dann wirklich der Jackpot. Dodge. Brauch einen Zauberstab. 30 Yards sind gar nicht so wenig. Gecrittet, sauber. Und ein Level aufgestiegen. Das geht ja hier rund. Wenn ich noch die Quest abgebe, kann ich ja bestimmt schon voll viel trainieren. Die Birdies will ich jetzt nicht hauen, wenn es sich nicht gerade irgendwie super anbietet. Hier haben wir jetzt gleich schon. Das geht ja ratzfatz. Was denn irgendwas Tolles? Ich brauche größere Taschen. Unabsichtlich noch geholfen. Den Mob schon vorher getaggt. Ich mag die Stimme von meiner Hexenmeisterin. Armschienen, wir werden ja richtig ausgerüstet hier. Ich sag's euch. So, jetzt auf dem Rückweg noch irgendwie einen mitnehmen. Von den normalen Rockjaws. Felsenkiefer. Wie so heißen auf Deutsch? Felsenkiefer. Stein. Steinbeißer. Na, Rockjaw. I'm out of range. Out of range. Er ist Level 1. Ah, der stirbt schnell. Dann mache ich einfach noch so. Einmal mein Mana rausballern. Und dann können wir mal Quests abgeben. Ein bisschen Bonus-XP einfach mal mitnehmen. Vielleicht droppt er auch eine Tasche. Tut er nicht.
Hätte aber sein können. Haben wir irgendeine Quest jetzt hier? Einmal müssen wir jetzt schon raus nach Karanos. Dann haben wir auch nochmal die Quest abgeben mit den Briefen. Aber ich möchte jetzt erst natürlich mit zum Warlock-Trainer. Und dann gab es das von dem einen Zwerg, der wollte, dass wir die Trox umhauen. Ach, gemütlich. Oh. Was Gemütliches. Ja, ich werde jetzt eine Weile öfter mal WoW Classic spielen. Wenn ihr Lust habt, reinzuschauen, die Folgen landen auf YouTube. Aber eben werde ich auch live streamen. Wahrscheinlich fast immer auf Twitch. Aber vielleicht mache ich auch ein bisschen was mit YouTube. Mal gucken, werde ich ein bisschen rumprobieren, auch wie ihr Lust habt. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, idealerweise, wenn ihr das noch nicht macht. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ich das auf YouTube mache und ihr da, mich da abonniert habt und dann auch die wichtige Glocke angeklickt habt, dann bekommt ihr natürlich auch da dann irgendwie eine Benachrichtigung. Die ein bisschen die Snowboots. Nehmen wir die Snowboots. Keep your feet on the ground. Hello. Safe travel. Und dann werdet ihr das alles mitbekommen auf Twitch und auf YouTube und so weiter. Lohnt sich natürlich, weil so ein ich habe die perfekte Mischung aus, ne, aus Skill und Knowledge, aber auch entspannt. Und jetzt habe ich noch nicht so viel erzählt eigentlich, aber ich habe noch genug zu erzählen. Wer schon länger zuckt, weiß das. Wer neu ist, kann sich drauf freuen. Das ist alles total super bei mir. Also das kann man sich alles angucken. Es wird ganz, ganz toll in allen Belangen. Die richtige Balance aus gechilltem Erkunden und dann doch ein bisschen tryhardiges Power Gaming, würde ich es jetzt mal nennen. Es ist einfach gut. Bin ich ziemlich sicher. Es ist schon. Pleased to meet you. Also ich finde mich ziemlich gut. So, wir können mal die Quest abgeben und dann kriegen wir jetzt unseren Imp. Kriegen wir tatsächlich unseren Imp? Daylight's burning. Erst haben wir Reputation bekommen. Sehr schön. Dann zog ich mal. Lacht er mich aus, oder was? Summon Imp! Ich werde bescheuert. Das machen wir ja nicht so häufig hier. Schauen wir mal hier. Ach, herrlich. Mein erstes Pet. Während ich in der Luft schiebe, wie es sich für den Warlock gehört. Auf der Bärenschnauze tanze ich da. So, mit Control. Was haben wir denn nochmal? Der hat einen Right-Click. Follow. Firebolt. Gucken wir mal vorne. Was haben wir denn noch so? Aggressive, Defensive, Passive. Your pet will attack enemies that attack you or your pet. Ja, das machen wir mal. Follow. Als Standard. Firebolt auf Autocast. Das geht alles. Ja, sehr gut. Wir können noch mal gucken, gibt es denn hier irgendwo Händler, dass ich meinen ganzen Shit mal verchecken kann? Mit denen kann ich nur sprechen. Es muss doch hier irgendwo Händler geben. Mein Inventar mal ein bisschen ausleihen, ein bisschen Geld reinholen. Hier gibt es noch eine Aufgabe, ist da vorne noch grau. Hier, der zum Beispiel, der dual-wielende Zwerg an der. What can I do for you? Du kannst meinen Scheiß nehmen. Ich verkaufe das erstmal so dringend, brauche ich jetzt nicht. Finde schon was zu essen, wenn es sein muss. Und Inventarplatz ist einfach mehr wert. Den Stab müsste ich erst lernen. Verkaufe erstmal alles, was halt hier keine Miete zahlt. Was zu trinken behalten, ist vielleicht nicht schlecht. Ich könnte Sachen reparieren. 2 Kupfer? Wie gut. Nix. Wir haben 2 Silber, 29 Kupfer. Das ist gar nicht so schlecht. Krieg noch eine neue Quest hier. Vom Felix. Was will denn der Felix von uns? Geht um Nomregan. Ja, Nomregan ist eine schlimme Sache für uns. Der hat alle möglichen Sachen verloren. Die Trolle haben es eingesammelt. Seine Kiste geklaut. Box. Ist alles nicht wahr. Müssen alles für ihn wiederfinden. Kriegen wir 50 Kupfer. Gar nicht schlecht. In Anvilmar. Das ist wahrscheinlich hinten, aber in einem der Camps. Das finden wir schon. Was haben wir hier noch für Informationen? Spellbook. Kenne ich. Weiß ich. Bin doch schlau. Wende. Das weiß ich auch. Alles easy. So, jetzt gucken wir nämlich mal hier. Salutations. Was denn hier? Live-Tab braucht Level 6. Das ist gut. Wir nehmen erstmal alles mit. Wir haben ja genug ein. Obwohl, wir haben nicht genug, um alles zu lernen. Curse of Weakness ist nicht so wichtig. Corruption ist wichtig. Und Emulate ist wichtig. Weakness kostet 1 Silber.
Lass mal einen Moment erstmal noch. So. Guck mal kurz ins Spellbook. Und dann jetzt hier einmal Destruction Emulate. Gucke ich mir gleich mal an die Quest. Das ist hier so ein Buff. Das kann so ein bisschen nach hinten. Das ist ja schon gar nicht mehr da. Das gehört auch hier mit so. Ich habe jetzt noch nicht viel Gedanken über die Sortierung gemacht. Und Corruption. Die drei gucken wir uns. So, Corruption. 2 Sekunden Cast Time. 40 Shadow Damage über 12 Sekunden. Ist natürlich wahnsinnig Mana-effizient. Ja, es kostet 35 Mana für 40 Schaden. Das kostet 25 Mana für 13 bis 18. Es macht mehr als doppelt so viel Schaden. Und kostet nur 10 Mana mehr. Also das ist natürlich als Opener meistens ganz gut. Mit Talenten ist es nachher auch instant. Dann haben wir Immolate. Gucken wir mal kurz den Vergleich. Das macht 10 Fire Damage und also es macht 30 Schaden über 15 für 25. Das heißt, das kostet ungefähr 50% mehr Mana. Das kostet ungefähr 50% mehr Mana. Macht aber nur ein Drittel mehr Schaden. Und das macht das auch über 12 Sekunden. 15 Sekunden, das macht über 12. 30 Yard, 30 Yard. Also. Die Frage ist, hat 40 Schaden, 10. Ich glaube, dass Corruption meistens gar nicht so sinnvoll ist bei den aktuellen Mobs, sondern wahrscheinlich einfach ein Immolate und dann mit Shadow Bolt finishen. Das scheint mir am sinnvollsten. So, es kommt darauf an, wie viel Sekunden der nachher lebt, ob der, wenn er die Hälfte lebt, wenn er noch 7, 8 Sekunden lebt, macht man 20 Schaden mit 25 Mana, das ist immer noch mehr als ein Mana, als ein Shadow Bolt. Von daher ist Immolate öffnen und Corruption lohnt sich dann, glaube ich, nicht mehr. Da habe ich 2 Dots, dann sterben die viel zu schnell. No Achievements. Stimmt, Achievements gibt es auch nicht. Es sind so viele Sachen, die irgendwie. Ich mag Classic auch. Alle, die jetzt natürlich Classic spielen, oder nicht alle, nicht, aber viele. Ah, das ist die Sipia wieder, aber die war es gar nicht. Mir hat mir gerade hier schön kein Intellekt gegeben. Weiß gar nicht wer. Von wem habe ich denn, wo ich gerade gebufft? Freue ich mich auf jeden Fall. Ein Magier hat mir gerade 2 Int gegeben. Wie viel Int haben wir denn überhaupt? Können wir mal gucken. 31 jetzt. Sehr schön. So. Jetzt stehen wir hier in Dun Morog. Jetzt können wir uns überlegen, welche Quests wir als nächstes angehen. Wir haben einmal vom Felix da diese Aufgabe bekommen. All over Dun Morog. Südwesten. Ist das ein. To the Camps. Südwesten, das können wir eben mal noch machen für den Felix. Wenn jetzt unseren. Können wir gleich mal mit den Imp mal ein bisschen probieren. Weil Dwarf Lady is Horny. Das ist eine andere Art von Rollenspiel. Also, meine Idee ist jetzt eigentlich folgendes: Immolate. Und Shadow Bolt. Das sieht solide aus. Dann macht der Imp auch noch mit. Was ist denn aggressive? Any nearby enemies. Ja, so weit wollen wir nicht gehen. Wir wollen eigentlich zum Felix. Im Südwesten. Die Camps im Südwesten. Das heißt, hier so, ne? Wäre jetzt meine Vermutung. Oh, gibt es noch eine neue Quest. Hier, es lohnt sich ja richtig vorbeizuschauen. Das machen wir eben noch. Und dann verlassen wir schon bald unser kleines Startgebiet hier. What can I do for you? So. Ach so, ich soll hier was. 5 Minutes. Ah, das ist dann in 5 Minuten, dann das Anvil abbringen. Das machen wir auf dem Rückweg. Wenn wir vom Felix die Sachen gefunden haben. Ist doch bestimmt hier hinten. 5 Minuten haben wir dann Zeit, das abzuliefern. Das schaffen wir. Das ist jetzt ja hier East Clap. Greif an. Ach, wie süß. Wie heißt der Kuptai? Heißt der eigentlich immer anders? Haben die einen zufälligen Namen? Bin ich nicht mehr alleine unterwegs. Das ist auch schön. Selbst wenn wir nicht in der Party sind. Der Kuptai. Guter Typ. Eigentlich einen falschen Spell. Ich würde eigentlich ein Immolate. Warum macht der so schnell so lange Pause eigentlich? Ich mache so eine Pause, du sollst das gleich wieder angreifen. Ich mache auf Autocast auch.
of mana. Da kommt halt auch schon kein Mana mehr. Aber ich hab die anderen angegriffen. Das ist natürlich ungünstig. Ein bisschen doof. Okay, jetzt respawnen die hier gerade alle. Kuptai! Nein! Noch Kuptai gestorben. Der hinten, der andere ist tot. Die Schweine. Okay. Also, wir müssen dann doch mal uns hier mal eine Rüstung geben. Wir müssen Kuptai nochmal beschwören. Habe ich hier geschlampt. Da sind die alle respawnen um mich rum. Dann trinken wir doch mal kurz was. Wir heilen zum Glück relativ schnell mit so wenig HP. Das geht immer noch fix. Die Kamera so schieben, dass ich das besser sehe. Das geht doch besser eigentlich. Was haben wir hier noch? Food, ja, Food. Okay. Er hört aber zwischendurch immer wieder auf. Ich muss es. Erst wenn er in einer gewissen Nähe ist. Wenn er mich angreift. Wenn er einmal den Angriffsbefehl bekommt, kann er sich das eigentlich schon merken, finde ich. Ich weiß ja nicht, irgendwie. Das geht eigentlich besser, würde ich denken. So, jetzt haben wir hier die Box. Wen greift der an? Ich weiß nicht mal, wen er angreift. Der hier hinten. Felix. So, was anderes von Felix? Vielleicht hier drin. Die Box haben wir gefunden. Die Chest brauchen wir noch, also die Truhe. Und Bucket of Bolts. So ein Eimer Schrauben. Sind die vielleicht gar nicht in dem Camp? Ist ein anderes Camp noch? Ich dachte, das wäre alles in einem Camp hier. Von wegen. So einfach macht uns das Spiel nicht. Guck mal nicht, ich was übersehe hier. Campfire. Na, schnell weg, bevor die respawnen. Von mehreren Camps stand ja auch, oder? Sind die irgendwie am Rand? Müssen wir in den Camps sein? Komm mal kurz. Das ist eigentlich schon ziemlich westlich. Ich glaube, das war das westlich. Dann gehen wir jetzt den anderen lieber mal. Dann kann ich den nächsten Feuerball noch mit befohlen. Schon noch andere Camps, wo die anderen Sachen vom Felix liegen. Die haben sie aber ganz schön ausgenommen, den armen Felix. Wenn sie dann da alles weggenommen haben. So. Ah. Den will ich jetzt gar nicht reinlaufen. Ich will jetzt ja. Da ist noch ein Camp, das ist bestimmt. Ah, die Kiste vom Felix. Sehr gut. Ist das dann auch noch in einem anderen Camp? Wahrscheinlich auch. Ich brauche echt mal eine Tasche, das ist ja. Das Inventar ist aber bestimmt gleich wieder voll. Ah, geht sogar noch. Da kann der Kupfteil auch die Akku. Bin ich sicher, warum manchmal die Lebensbalken angezeigt werden? Das ist eigentlich eine Interface-Option, wenn ich nicht falsch liege. Habe ich die angemacht? Habe ich irgendeinen Hotkey gedrückt? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und hier finden wir doch bestimmt den Eimer mit Schrauben vom kleinen Felix. Da ist er doch schon. Und dann können wir auf dem Rückweg schön das Getränk abliefern. 5 Minuten haben wir Zeit, das schaffen wir dann sehr gut. Hier gab es das doch.
XP mitnehmen. Wie viel brauchen wir denn hier? 800 XP noch. Naja, summiert sich ein bisschen auf. Wenn man so ein Vorbeigehen mitnimmt. How are ya? Super bin ich. Don't stand in the fire. Jetzt red halt hin, ich weiß auch, was wir machen. Ja, ich nehme es doch halt mit. Don't forget. Ach, das muss man wieder zurückbringen. Schauen wir mal. Das überlegen wir uns noch. Ob wir auch wirklich was zurückbringen. So, Impi. Kuptai. Mach dich schon mal auf den Weg. Let's still recharge. Das Looten ist gar nicht so wichtig. Nur ein bisschen XP mitnehmen auf dem Weg. Wenn wir schon direkt vorbeilaufen, dann kann ich schon noch machen, aber. So, wir haben jetzt schon 1088. Ja, guck. Zwei kleine Schrittchen näher. So. Felix, seinen Scheiß vorbeibringen hinten. Das Getränk. Guck, wie viel XP es dafür jeweils gibt. Hey. Ja, bitte sehr. Gern geschehen. 50 Kupfer, ist gar nicht so schlecht. 250 XP. Das ist gut. Das ist gar nicht so verkehrt, Kenneth. Guck, der freut sich schon. Der hat richtig Durst. What can I get for you today? Bring back the mug. Können wir auch noch mitnehmen. Wie viel XP gab es dafür? 230. Be a pal. 50 Kupfer dafür. What's on your mind? Ja, ich will jetzt eigentlich gar nichts kaufen. Das ist alles, ich verkaufe nur Zeug. See you soon. Bis dann. So, das machen wir jetzt nochmal eben. Sonst wundert er sich, wo wir bleiben, wenn ich jetzt rumbummel. Den Mug. Den Becher geben wir eben mal noch ab. Das ist ja auch nur nett. Level 4. Wie viel fehlt uns noch bis Level 5? Ah, 250. Könnte hinkommen. Schön gekrittet. Greift immer erst wieder an, wenn ich dann selber angegriffen werde. Und er könnte sich ein Ziel ruhig merken. Wenn ich sage, greif das doch mal an, dann kann er sich das einfach merken. Das. Dover Kuptai. Was ist da los? What's on your mind? Safe travels. 450 XP. Was ist da los? Wer hat gehandelt? Achso, wenn man es schon lernt. Ja, ich will auch noch mal. Dann stimmt, ich muss auch mal anfangen, dann was zu lernen. Aber habe ich es übersehen vielleicht? In Anvilma? Kann ich da schon lernen? Gruppen, ja. Kann ich da schon, bei Level 6 gab es auf jeden Fall was. Ups, ein falsches Spell genommen. Nochmal ein Immolate. Das war so nicht geplant. Was wollte ich noch machen? Achso, ich wollte jetzt gucken, ob es nicht vielleicht in Anvilma doch noch die Möglichkeit gibt, was zu lernen. Will ich auch fragen. Aber wir gucken einfach nochmal. Einmal gucken wir noch, sonst frage ich halt.
Gucken wir uns nochmal an Wilmar um. Und es wäre jetzt auch sonst eine gute Zeit, um eine erste Rast einzulegen. Was haben wir denn hier? Ein Paladin-Trainer. Vielleicht sind auch hier nur die Klassentrainer. Ironforge-Wache. Dann haben wir einen kleinen Magier, der hier rumsteht. Kriegertrainer. Jetzt der Felix. Können wir ein bisschen beim Waffenschmied ein bisschen Shit verkaufen kurz. Wir sind schon wieder reich. Wir haben schon fast 3 Silber. Das geht steil bergauf mit uns hier. Ein Schurkentrainer. Da hinten mal noch ein Händler. Dann gab es hier gar keine Trainer für die verschiedenen Berufe. Dann kommt das erst noch. Dann noch ein Priester. Und oben. Wir können dann, wenn wir schon da sind, eben kurz gucken. Auf Level 5 gab es aber, glaube ich, nicht. Auf Level 6 gab es erst wieder ein Spell. Glaube ich. Hey. Hey. Dann nehmen wir die einfach mal mit. Haben wir die Live-Tap auf Level 6. Live-Tap ist gut. Und Shadowbolt Level 2. Also es geht right. Steil bergauf. Wie gesagt, der Trainer hat ja vorhin auch schon gesagt, über uns wird schon gesprochen. Wir sind praktisch auf dem Weg, ein berühmter Warlock zu werden. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich freue mich sehr drauf, weiterzuspielen. Wie gesagt, auf YouTube die einzelnen Folgen, ansonsten Livestream, größtenteils auf Twitch oder eben mal vielleicht auch mal auf YouTube, wenn ich ein bisschen was rumprobiere. Schaut rein, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.